Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen wieder PlayerUnknown's Battlegrounds zusammen mit MG und Poppy. Poppy streamt, von daher kein Hallo von denen. Können wir machen. Ich habe zwar nicht die Map aufgemacht bisher, aber können wir machen. Poppy kann ja durchfliegen. Ist schon ganz schön weit, ey. Ja, das kriegen wir. Wir sind schon von weiteren Ecken hier hingesprungen. Raus! Ach so, wir müssen raus. Ja, Poppy fliegt noch ein Stück weiter. Ich bin ja schon dann los. Ich hoffe es zumindest, dass ich das tue. Noch lädt er. Na, irgendwas tut er hier. Okay, wo seid ihr raus? Da, blau. Standardpunkt. Ich versuche irgendwo hinterher zu kommen. Ja, ja, loot erstmal anständig und wir kommen schon zusammen. Wenn die PUBG-Götter wollen, kommen wir zusammen. Ich glaube, weiter hätten wir aber nicht geschafft, ey. Nee. Hätten wir den Fallschirm eher aufmachen müssen. Also, das war echt knapp. Ich nehme wieder die unteren Häuser. Ah, ja, wie immer. Eieiei. Na, zumindest ist hier keine. Ja, das stimmt wohl. Ja, da saßen noch ganz schön viele eben im Flugzeug, tatsächlich. Dingens noch drin, oder? Wie heißt noch mal? Ich bin nahe den Ruinen. Die City oben, meinst du? Genau. Alter, ein Crossbow mit dreimal Moon dazu. Ja. Was werde ich wohl spielen? Ich glaube, die PUBG-Götter wollen, dass ich diese Waffe nehme. Crossbow? Ja. Treuer Rucksack. Ich hatte noch nie instant 15 Pfeile für das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal... Hier liegen nochmal zwei Pakete. Ja, nimm mir mit. Ja, ich markiere dir einfach. Ich kann nichts mitnehmen, hab nur einen Dreier-Rucksack. Ja, kannst du nichts mitnehmen, ist klar. Eine Schrotze für den Nahkampf habe ich auch. Ja, ich habe auch eine Schrotze bisher, nur. Sonst nichts. Und eine Piste. Ja, die habe ich auch noch. Oh lol, wir müssen ganz woanders hin. Oh, ja, ein bisschen. Boah, zumindest können wir uns auf dem Weg treffen vielleicht. Ja, ich latsch da auch schon mal hin. Scheiße, jetzt habe ich echt die ganze Tüte Chips hier aufgefressen. Lol. Was? Ja. Wie hast du das jetzt so schnell gemacht? Nebenbei, immer rein im Mund, rein im Mund. Okay, werde ich in den nächsten 3 Tagen erstmal nichts mehr fressen, ne? Und morgen dann so, Tüte Chips. Ja. Garantiert. Ich würde Brief und Siegel drauf gehen. Ich habe eine Sky-L gefunden. Nice. Ich habe immer noch nur eine Schrotze. Ich laufe schon mal weiter. Ne? Ja, mach das. Ich mach meine Häuser hier noch fertig. Ja. Ah, ein Schaft. Auto haben wir keins da. Hab keins gesehen auch, ne. Komm jetzt erst ins dritte Haus. So viel Zeug lag da rum. Ja. Huch. Hab aus Versehen geschossen. Hab ich nicht mal gehört. Traktor kann ich bieten. Ich glaube, mit dem kann man nicht fahren. Ja, wird schwierig, ne? Alter, wir müssen fucking zwei Felder weit. Wärst du halt gefunden? Mal in das Haus reingegangen. Warum? Was hast du? Ich hab einen Dreierhelm. Na, ich hab einen Zweier, das passt schon. So viel Unterschied ist da jetzt nicht. Ich kann Karschuss ab, was kannst du? Ich kann auch einen Karschuss ab, wenn er nicht trifft. Wenn er nicht trifft, das ist Voraussetzung. Wenn er den Kopf trifft, ist vorbei. Da gehen dir die Lichter aus. Oh. Ich dachte jetzt schon, ich habe wieder einen Deckel von meiner Spezi-Flasche verloren. Passiert dieses öfter, ja? Naja. Und normalerweise steht dann hinter mir noch eine Spezi-Flasche, wo ich dann den Deckel abschraube, eine leere. Aber leider gerade nicht. Also Pfand wegbringen mal.
Da steht da immer nur eine. Oder zwei. Oder 35. Bis ich halt das nächste Mal Pfand wegbringe. Das ist einmal in der Woche. Ja. Einmal in der Woche nimmst du Pfand mit. Ja. So oft gehe ich ja nicht mal Pfand wegbringen. Wo habe ich denn jetzt bitte meinen Red Dot hinbekommen? Ich weiß es nicht. Geil, mein Red Dot ist weg. War das vielleicht auf der alten Waffe, die du hattest oder so? Ich hatte eine Schrotze weggeworfen. War es vielleicht da drauf? Ist es vielleicht auf der Pistole und du siehst es noch gerade nicht? Ich habe keine Pistole. Dann weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich habe es vom Crossbow runtergezogen. Habe ich es dann vielleicht aus Versehen weggeschmissen? Das kann sein. Das Haus nehme ich noch mit, dann gehe ich weiter, weil wir brauchen... Ach, war perfekt, eine Scar gefunden. Perfektes Timing. Ah! Ja gut, hier ist wieder ein Red Dot. Papi, falls du ein Auto findest, wäre super, wenn du uns abholst. Ich war's. Hier ist noch ein Zweierhelm. Habe ich, danke. Oh, ein Kompensator und eine Pfanne. Oh, wir haben noch ein Stück. Ah, das ist das Problem, was ich auch habe. Ich guck mal hinter die zwei Scheunen, vielleicht steht da ein Auto. Ja, ich guck hier oben an der Straße. Weißt du, hier hinten steht immer gern mal eins. Wie einfach schon wieder die Hälfte tot ist. Läuft. Hallo Benny, schönen guten Abend. Guten Tag. Hi Benny. Ich habe hier natürlich kein Auto. Wenn man eins braucht, ist hier nie eins. Wie gesagt, Poppy, so. Guck du auch nach dem Auto. Wir kommen gerade ein Moped lang gefahren. Das ist wohl eher keine Option. Aber der ballert hier auch durch. Ich muss jetzt sowieso erstmal warten. Hier ist es gerade Bombzone. Kannst auch durchlaufen. Risiko. Stimmt. Nur Loser, sage ich ja immer wieder, nur Loser sterben in der Bombzone. So weit seid ihr gar nicht mehr weg von mir. Ah, sind schon ein ganzes Stück noch. Ich habe jetzt sogar noch einen Köcher für meine Armbrust gefunden. Läuft bei dir. Aber du solltest zumindest das Looten mal einstellen und laufen. Naja. Weil sonst wird's eng. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Ja. Ja, so hätte ich die 556er nicht mitnehmen können. Schrott zum Huhn kann ich rausschmeißen. Kein Auto hier, was ist denn da los? Ich bin unterwegs. Ja. Bin ja eh gleich da. Ja, aus Bayern bist du nicht so der Weiteste. Wir haben eben schon Ösi gehabt, tatsächlich. Eieiei. Aber groß zurück, natürlich, ganz klar. Ein Quoten-Ösi. Oh, ja. Der VIP-Ösi. Hat aus Bayern. Woher genau? Schwaben. Ibims, da ist er. Der Quoten-Ösi. Der Quoten-Ösi. Der Quösi sozusagen. Ohne den Chat zu lesen. Ich kenne ja meine Pappenheimer. Also die Zone holt uns definitiv ein, aber die erste ist ja... Ja, die ist Pillepalle. Pillepalle mit Schlagsahne. Ist halt die Frage, wohin die zieht, ey. Ja, wenn die nochmal, keine Ahnung, so Arschlecken zieht, dann haben wir ein Problem. Wenn die jetzt komplett auf Möter zieht... Ja, dann ist scheiße. Ja, könnte lustig werden. Dann sind wir wieder beim Laufsimulator 2018. Ja.
Und zumindest haben wir die Hälfte der Leute schon überlebt. Ja. Wer hätte das gedacht, wa? Ja, wir sind auch kilometerweise weg von den anderen runtergegangen. Das stimmt wohl. Poppy, hattest du eigentlich Kingdom Come angefragt? Nee, oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Weil mich hätte mal die Abo-Grenze da interessiert. In der Tat, nein. Weil bei mir meinte Rudi halt schon so, ja, frag nochmal zum Release Day an. Und dann habe ich halt einen Tag vor Release Day geschrieben, direkt. Ich weiß, ist noch kein Release, aber... aber dann kam der Key direkt. Kam nur Antwort PC, oder? Ja. Ja. Ciao, hier hast du den Key. Wir sind alle in derselben Red Zone. So oder nicht? Und auch hier steht kein Auto. Ist das eine autofreie Runde oder was? Ja, könnte echt so sein. Wobei Poppy jetzt schon ein Motorrad oder so gesehen. Da ganz hinten steht ein Buggy. Gehört. Nicht gesehen, gehört. Rechts. Mich hat die Zone in 3, 2, 1, jetzt. Bei mir dauert es nicht viel länger. Besonders, weil man hier berghoch muss. Aber ich habe Healing Stuff ein bisschen was dabei. Achso, ich hat's in 3, 2, 1. Du wärst fast eher so weit gewesen. Jetzt. Ja, hier kommen so ein paar Dinger runtergeklatscht. Und mich hat sie jetzt. Alter, kam die schnell. Kann es sein, dass sie Speed drauf hat oder so? Nee, wir waren an der weitesten entfernten Stelle. Oh, wir müssen nicht mehr. Perfekt. MG-Turnton. Ernsthaft. Mich hat die letzte Bombe, die vom Himmel kam, geholt. Nee, echt jetzt? Leute. Bist du kann direkt einer, disconnected oder was? Kann einer umdrehen? Weiß ich nicht. Poppy, kannst du? Poppy ist weiter weg als du. Ja, ich hab kaum Healing Stuff. Deutlich weiter. Ich hab hier, glaube ich, auch Besuch. Ich hab Healing Stuff. Ey, du kriegst vor mir. Ja, warte, ich zieh mir ein Energy rein und komm zurück. Wo bist denn du? Ja, das schaffe ich doch nie dahin. Ja, wenn du nicht lang lamentiert hättest und gekommen ja, wärst, aber jetzt schaffe ich es halt nicht mehr. Ja, danke. Kannst du umdrehen, lauf weiter. Tipps, so hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Doch, so hättest du es geschafft. Ah, das waren 3 Blöcke. Ja und? Das hättest du gepackt. I don't know. Die letzte Bombe ohne Scheiß. Ihr habt mich nicht mal richtig getroffen. Ah. Aber halt so, dass es vorbei war, ne? Gefälligkeit dabei, ja? Gefälligkeitsbombe? Ja. Also hier die Farm oder was das ist gelootet. Ah ne, ist gar nicht die Farm. Aber da ist gelootet. Ich hab das Gefühl, der ist hier noch. Ist er auch gelootet? Ja, hier ist auch gelootet, aber hier sind noch die Türen zugegangen. Da ist ein Auto. Ja, vor uns ist ein Auto. Ja, nicht unbedingt vor Poppy, der hat sich da festgesetzt. In den Scheunen da rechts. Der wird da nicht mehr sein, die werden da weg sein. Ja, leider, tatsächlich. Ja, die Türen waren zu, das ist das, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hätte. Die werden sich den nächsten Lootpunkt gesucht haben. Und wobei, die 762er Moon haben sie hier gelassen. Ja, wenn sie keine 762er Waffe haben, die sind hier vorne an den nächsten. Die sind hier vorne. Zumindest kamen von da Schüsse, glaube ich. Oder kommen die von drüben? Können auch von rechts kommen. Ich meine, die kamen von rechts. Nee, geradeaus. Hier sind sogar noch ein Stück weiter. Die wollte ich gerade sagen, die sind noch ein weiter. Sind die da, wo ich jetzt markiert habe, oder? Ja. Ja. Die waren kurz dafür davor, ganz schön laut, ne? Nee, da hat einer eine größere Bombe dabei.
Zwischen Augsburg und Nürnberg kommt daher. Zwischen Augsburg und Nürnberg. Hm. Ist ein Stück weg von mir. Also mehr oder weniger Frankenland. Wobei Augsburg ist ja schon nicht mehr Franken, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ist knapp. Ist da irgendein Visier drin? Red Dot oder sowas? Ein Red Dot kann ich dir an der Tür legen. Da vorne liegt 5,56er auf dem Tisch. Ne, 7,62er. Entschuldigung. Die hast du gesehen, meinst du sie? Ja, natürlich mit meinem Heck. Oh, zweimal Schmerzmittel. Läuft. Jetzt kann ich dich noch holen kommen. Fick dich. Wenn sie nicht lamentiert hätte, es umgedreht wäre. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das was geworden ist. Doch. Habe ich eine Pfanne? Ich habe eine Pfanne. Ja. Red Dot brauche ich nicht. Fenster brauche ich nicht. Hast du was hingelegt oder hast du nicht gemacht? An die Tür bei mir, da vorhin. Oh. Hab ich doch gesagt. Warte, dann muss ich einmal zurück. Vom Haus vorher. Vor der Tür. Dein Haus, ja? Ja. Ich sag, ich leg das an die Tür. Ja. Hast du was hingelegt? Ja, ich hab doch gesagt, ich laufe erstmal weiter. Ja. Schwäbli. Ah, Schwäbli ist er. Schwäbli. Waren das Querschläger? Ich hab keinen Schuss gehört. Also ich hab, als wäre das bei mir eingeschlagen direkt. Nee. Hätte den Sound nicht gehört. Gruselig. Gut, bei mir sieht's auch aus, wie wenn's in der blauen Zone rumlaufen würdest. Hä? Ja, ich habe immer noch das Flackern an den Ecken. Das Blaue. Also wenn der auf mich geschossen hat, dann weiß ich nicht. Muss der Hex haben. Gleich in die nächste Zone. Oh, ja. Ihr müsst nicht weit. Nö. Das geht ja, ne? Oh, Tür auf. Wo? Die bei mir? Die ist offen, oder was? Ja, ja, die ist auf. Okay. Aber bei mir ist alles zu. Scheint doch keiner mehr zu sein. Müsste auch schon langsam wieder aufhören zu looten. Ah, das geht schon noch. Ah, nix. Ein Visier wäre halt echt nice. Ja. Oh, hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Ja, lass mal Richtung Safe Zone erstmal. Ich bin schon da. Du bist noch nicht drin. Doch. Noch 1,30 Zeit, 2 Meter zu gehen. Ah, lass mal in die Safe Zone. Sicher ist sicher. Wir müssen halt jetzt mit diesen Kackvisieren die Runde holen. Nicht zwingendermaßen, ihr müsst nur einen mit Visieren holen. Oder so. Und dort auch zwingendermaßen zum Looten kommen. Red Dot ist hier drin. Echt? Noch eins? Mhm. Habe ich zumindest auf beiden Waffen Red Dot drauf. Einer hat gerade jemanden mit einer Thompson getötet. Okay. Kann man mal machen, ne? Diesem späten Game. Ja, wenn man irgendwo mittendrin hockt in so einem Gebäude oder so und der einfach reinkommt, dann geht das schon noch. Wieder der Xiaoshi mit einer Mikro-Uzi eingeholt. Der ist, glaube ich, aber gerade auch gestorben. Der stand, glaube ich, sowas. Pizza, irgendwas hat Xiaoshi geholt oder so. Hat sich auch voll gelohnt, den Turm einmal zu umrunden. Richtig gelohnt.
Hier ist eine SFK. Nix, nix, hier ist... Leer. Auf zu, auf zu. Er schießt, denn ernst? Bratz und frisches Tod. Nee, das Problem ist ja, dass jetzt die Gegner genau wissen, wo wir sind. Ja, ja, ich meine ja nicht vom Poppy. Links ist der Airdrop. Da ist halt nur freie Fläche, wo halt der runterkommt. Ja, aber... Generell hier irgendwo, ne? Wollte es nur erwähnt haben. Ist halt generell eine scheiß Ecke hier. Der kommt knapp nach der Straße, oder? Ja, ein bisschen. Ein Stückchen. Auf dem Baum. Nee, weiter vorne. Jetzt kommt von rechts ein Auto. Bam! Kann passieren. In den Häusern ist jemand. Ja. Ist auf dich? Ja. Ich weiß noch nicht von wo, aber ja. Ja, auf mich auch gerade. Von links. Jetzt hat er mich. Hui, surfen. Oh! Ein automatisches Scharfschützengewehr. LOL, ich bin down. Alter! Gleich instant, ihr Arschgeigen. Wir sind links am Stein. Alter. Bewegung, Bewegung. Oh. Die hat nur 10 Schuss. Ah, oh, schade. Alter Fei. Eieiei, Freunde, da durfte ich auch mal mit der MK14 schießen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Poppy und Gaming Ninjas vorbei. Bis dann, dort rein. Ciao.